kanorulunga tak pinuane akik. Ibe aksyagro le kollakha aktok. Abulai kan atau chikun majo neak buk. Kiwa derigan neam. Gemeinsam kommen wir doch überall hin. So, geh schon mal nach oben. Okay. Können wir hier dran... Moment, jetzt muss ich mal kurz nach hier drüben schauen. Können wir hier dran weiterklettern? Nicht, dass ich hier wieder was verpasse. Oh, sie kann aber gut hüpfen auf einmal. Oh. Okay, wir kommen dort also noch nicht weiter. Aber das kann ich von hier aus auch nicht treffen, oder? Doch! Oh, sie kann gut zielen. Es hilft mir aber insofern nicht weiter. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, dass hier nichts ist, wo ich dran kann mit ihr zum Festhalten. Was hier drinnen kommen auch die Schneestürme? Hier im Inneren? Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber gut, wenn ihr meint. Huch. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt will ich nochmal ganz kurz, zumindest mit dem Fuchs hier unten, schauen, wie weit komme ich denn runter. Gab es denn hier unten irgendwas? Da habe ich ja jetzt nicht weiter nachgeschaut. Vielleicht, indem ich hier runterkletter. Es sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas Größeres wäre, ne? Nee, da scheint nichts zu sein. Gut, nicht, dass wir hier noch eine Eule verpassen. Das muss ja nicht sein. Okay. Kann ich den ein Stück runterziehen noch? Ah, okay. Es kommt nochmal ein Sturm. Halt dich bitte. Oh. Warum hat sie sich denn nicht festgehalten? Okay, kleine Bugs machen das Leben ein bisschen schwerer, aber ist jetzt kein Beinbruch, sage ich mal. Okay. Machen wir es doch so. Geht schon. Geht alles. Das hilft mir jetzt aber nicht so sehr weiter, habe ich das Gefühl. Ach so, er kann doch noch ein Stück nach oben. Ups. Ah. Oh, das reicht nicht. Ein Windstoß, bitte. Ein Windstoß. Es kommt kein Windstoß mehr. Ach, ich kann den ein Stück ranbringen. Dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ist schon abgefahren, was die hier für Geister haben. Was war das denn? Bin ich zu weit weg gewesen mit dem Fuchs? Ist er deswegen verschwunden? Oh Mann. Da muss man ja auf alles achten. Nee, bleib mal da, bleib mal da. Geh da mal dran hier. So, und du ziehst ihn jetzt bitte noch ein Stück rüber. Genau. So dachte ich mir das doch. Komm, 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 komm. So, ah, er kann noch ein Stück weiter. Das war jetzt nur eine Verirrung der Mechanik, der Spielmechanik, wie es scheint. So, kann ich denn jetzt mit ihr, genau so dachte ich mir das doch, mit dem Schneesturm hinüberspringen. Kann ich den denn irgendwie herholen? Nach hier oben vielleicht? So, jetzt müsste ich doch eigentlich hier drankommen, genau, super. Jetzt holen wir den ein Stück runter. Nächster Sturm bitte. Hops. Schön. Klappt. Alles gut. Okay, jetzt scheint es ein bisschen unregelmäßiger zu werden mit den Stürmen. Kann ja auch nicht immer so schön weitergehen. Oh shit. Du wirst mir jetzt nicht sagen, dass wir da oben lang müssen, oder? Ach du Schande. Na, das kann ja witzig werden. Haben wir hier irgendeinen Geist oder so? Nee, ne? Jetzt! Oh Gott. Na super, wir hängen an der Deichsel. Deichsel, was auch immer.
springen? Sie wollte nicht springen, okay. Hallo? Luna? Luna mag nicht mehr springen. Jetzt. Okay. Ach du Schande. Ich fühle mich hier nicht sicher, muss ich sagen. Oh Gott. Okay, alles gut, alles gut. So. Alles so geplant. So, wenn uns der kleine Geist hier noch hilft, dann sieht das Ganze doch schon wesentlich besser aus. Na, jetzt. Da oben, okay. Das finde ich jetzt etwas seltsam. Da komme ich doch gar nicht hin. Ach du Schande. Wie komme ich denn dorthin? Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal schauen. Also die Rätsel, die werden doch nochmal ein bisschen anders und ein bisschen knackiger, habe ich das Gefühl, jetzt so zum Ende hin. Ich weiß nicht, ob ich den Schwung dieses, des Dechselschwungs sozusagen mit nutzen kann. Wenn er jetzt hochschnipst, hops, ah, das funktioniert tatsächlich, ich werd verrückt. Ha. So, bloß ein bisschen, ja genau das dachte ich mir, das wollte ich eigentlich nicht. Ist aber auch nett, dass sie wirklich davon aufgestochen wird, ne? Dass sie dann tatsächlich dort stecken bleibt dran. Ho, 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 ho. Schön vorsichtig bleiben. So. Und. Hüpp. Nein. Ah. Ich bin unterm Griff des Geistes gelandet. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. So, komm mal her. Oh, jetzt aber. So, einmal den Geist nach unten gezogen. Und hops. Sehr gut. So dachte ich mir das doch. So, ich warte mal kurz, bis er wieder zugeschlagen hat. So, und jetzt. Nein, ach komm. Ich dachte, das Ding macht sich mal wieder hoch. Du solltest dir jetzt nicht das Hirn penetrieren. Das war jetzt nicht der Plan dabei. Fuchsi, du hast sie auf dem Gewissen. Du bist schuld, dass sie gestorben ist. Was hältst du davon? Oh, tops. Schön. Okay, wir müssen also echt aufpassen, dass wir es nicht zu früh hochziehen dann auch. Jetzt. Wenn wir es zu früh machen, dann ist ihr Hirn halt auch ziemlicher Brei. Was denn? Die Dechsel zerstören? Stehen. Abgefahrene Perspektive. Okay. Oh Gott. Und jetzt? Ach, hier drüben geht's weiter. Nein! 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 Ah, schade. Okay, nächster Versuch. Hops! Schön, dass wir gleich hier wieder einsetzen. Oh Gott. Bist du wohl verrückt geworden? So, schnell das Ding runter. Mist! Noch ein Stück. Jetzt. Okay, wir sind dran. Und wir werden zum Glück nicht davon erwischt. So. Nein, falsche Richtung. Nochmal wieder ein Sturm. Na, danke schön.
Ihr verarscht mich doch. So ein Scheinsturm ist schon gemein. Wenn man sich darauf verlassen muss, da noch mitgetrieben zu werden, was war denn jetzt los? Muss ich denn nicht darüber? Oh. Okay. Ah, das war gewollt. Gut, ich bin nicht gestorben, sondern das war richtig. Na dann. Auf geht's zum vielleicht Finale? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Inyuk pasum malikatagalora ang ulayt ka o kilablo ni. Während der große Mann Schnee schaufelte und einen Schneesturm nach dem anderen erschuf, rannte er mit der Dechsel davon. Doch der große Mann sah ihn, als er die Dechsel nahm und damit weglief. Ist interessant, dass hier in den Zitaten, dass es da immer um einen männlichen Protagonisten geht, ne? Also, das scheint vielleicht das Original zu sein, dem die Geschichte hier im Spiel nachempfunden wurde. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Okay, machen wir weiter. Wir müssen laufen. Natürlich. Wieder einmal weglaufen. Oh shit. Ich hoffe, sie ist wirklich schneller als der Eisriese. Okay. Soweit, so gut. Den hier oben kann ich runterziehen, okay? Ja, da kommt der Wind. Ja, danke schön. Das war ja super jetzt. Ich konnte gar nichts mehr gegen den Wind machen. Okay, ich darf also nicht da unten drauf gehen. Hops. So, Fuchsi, beeil dich mal. Ah, ich kann auch das nach oben ziehen. Alles klar. Lass ein Stück ran. Siehst du mal, dann sind die ja fast nebeneinander. So ist es doch schön. Das Einzige, was stört, ist der Wind. Darf ich mal hier irgendwas verziehen? Oder bin ich hier gut aufgehoben? Kann natürlich auch sein. Ziehen wir das nochmal ein Stück nach oben. Der Baum hilft uns, ist ja Wahnsinn. Okay, Fuchsi, bleib mal schön hier an meiner Seite. Aber ich glaube, jetzt sind wir mit Luna besser aufgehoben. Sie muss uns den Weg frei machen. Okay, das ist alles gut so. Fuchsi, einmal voraus, bitte. Du musst Äste aus dem Weg zerren. Komm, nochmal. Schneller. Okay, soweit, so gut. Dem Riesen scheinen wir ja nicht persönlich zu begegnen, wie es aussieht. Aber ich denke, unser Tempo ist ganz gut dabei. Momentan sind wir ja noch nicht aufgehalten worden eigentlich. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Und dass der Baum uns noch lange hilft. Ist ja sehr freundlich von ihm. Fuchs. Mach mit. Achso, es geht hier nicht weiter. Okay. Oh Gott. Und zack. Sehr gut. Er ließ die Schaufel fallen, entstieg der flachen Tundra und verfolgte Kunuk Sayuka. Doch Kunuk Sayuka war zu schnell. Oh nein, wir müssen jetzt durch sämtliche Gebiete, die wir durchreist haben, nochmal. Kann das sein? Ach du Schande. Na, das kann ja witzig werden. Oha. Oha. Oh Gott. Und die Polarlichter haben es immer noch auf uns abgesehen.
Aber gut zu wissen, unten kommt unser Geist zu Hilfe. Na dann nochmal. Hops. Alles klar, sehr gut. So ist das doch schon besser. Oh nein, selbst unser Fuchsgeist kann immer noch erwischt werden davon. Oh, ihr seid so gemein. Selbst der Geist kann noch erwischt werden. Das ist natürlich weniger gut. Dann müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier, dass wir nicht gerade in der Einflugschneise stehen. Weiter geht's. Okay, Fuchsi. Einmal den Geist nach oben gezogen. So, und dann schön wieder aus der Gefahrenzone raus. So, jetzt müssen wir bloß mal aufpassen, wo fliegen die denn lang? So ist gut. Okay. Nein, andere Richtung. Oh, 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 nein! Ah, Mist. Bin nicht mehr schnell genug weggekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier das komplizierteste Gebiet wird. Weil wir eben immer auf diese Geister aufpassen müssen. Ich wüsste zumindest nicht, was danach noch kommen soll an großen Gefahren dabei. Klar, der Eisbär könnte uns nochmal in die Quere kommen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nichts. Schön hier drüben bleiben. Luna ein Stück zur Seite, danke. Okay, jetzt soll es doch... Was denn jetzt? Was war denn jetzt? Oh Mann, Leute. Ihr macht's mir aber auch nicht einfach. So, vielleicht muss ich ein bisschen ein Tempo zulegen. Es kann sein, dass der Schneesturm zu stark wurde. Was? Was? Ach, der Sturm hat sie hinabgetrieben. Ihr seid fies. Ihr seid echt fies. Ich kann doch nicht auf alles aufpassen hier, Leute. So, jetzt aber. Halt, 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 halt. Jetzt. Kommen Sie. Und jetzt bitte ziehen. Jetzt klappt's. Okay, endlich geschafft. Das war eine schwere Geburt. Ach, hier geht's weiter. Okay, alles klar. Ich dachte, er ist Abgrund. Mit der Dechsel in den Händen rannte er davon. Der große Mann folgte ihm, doch er konnte ihn nicht fangen.